Moin moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, wieder auf der Map. Und ich überlege, was wir jetzt dieses machen. Wir hatten... Ich meine, wir hatten hier oben irgendwo auch schon nochmal einen Vault gefunden. Nah bei unserem. Ah, vielleicht war es auch der. Auf jeden Fall könnten wir jetzt den toten Briefkasten leeren oder wir finden einfach mal die Karawane. Und ich glaube... Ich gehe mal zu der Karawane. Ich glaube, ich fange den DLC mal an und guck mal, was der DLC so auf sich hat. Jetpacks, Tesla-Felder, Einschlagsentlüftung, integrierte Stealth-Boys und automatische Stimpacks. Ja, nice. Also so eine Paarrüstung ist schon sinnvoll. So ein Jetpack? Ich weiß gar nicht. Kann man da wirklich viel fliegen oder wie sieht das aus? Keine Ahnung. Wow, wow, wow. Hier ist die Karawane, die angegriffen wird. Servomech, Müll. Boah. Okay, ich komme an und mir wird direkt ein scheiß explodierendes Auto in die Fresse gestellt. Boah, was zum Teufel geht hier ab? Wow, 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 wow. Alter Schwede, es heißt, ich hab doch hier noch eine Waffe, ne? Ja, die ist doch gut gekommen, oder? Das Gehäuse, aufs Gehäuse da. Zock. Die ist gut gegen Roboter, habe ich das Gefühl. Zock. Zack. 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 Wo ist denn jetzt hier der große Roboter hin? Ist er mal in die Luft geflogen oder was? Kein Loot, kein Loot. Shit. Oh. Kaliber 50. Oh, der hat das Problem, du sagst. Oh, Schaden gegen Roboter. Könnte es halt echt sogar noch nützlich werden, wenn wir damit mal schießen. Ja, dann erstmal. Hallo. Meine Freunde haben diesen Angriff nicht überlebt. Danke für Ihre Hilfe. Ich war mir sicher, hier ebenfalls mein Ende zu finden. Gerne. Alles okay bei dir? Der physische Schaden ist gering, aber ich verzeichne Traurigkeit und Wut aufgrund des Verlusts meiner Freunde. Das mag sich von einem Roboter seltsam anhören, aber sie waren meine Familie. Danke nochmal für Ihre Mühen. Ich weiß, dass Sie es Ihnen ebenfalls gedankt hätten. Mein Beileid. Mein Name ist Ada. Das war das dritte Mal, dass wir von solchen Robotern angegriffen wurden. Trotz der Verbesserungen an Waffen und Ortung, die Jackson durchgeführt hat, konnte ich sie nicht besiegen. Wer ist Jackson? Wer ist Jackson? Jackson war der Anführer dieser Karawane. Er war technisch enorm begabt. In vielerlei Hinsicht ist er mein Schöpfer. Er hat mir alle meine Verbesserungen eingebaut. Leider haben sie nicht gereicht, um sie vor den Robotern zu beschützen. Erzähl mir von diesen Robotern. Sie streifen durch das Ödland und behaupten, für Ordnung zu sorgen. Wir haben sie gegen Raider kämpfen sehen, aber sie greifen auch Unschuldige an. Siedler, Kaufleute und Karawanen wie die unsere. Wir wussten, dass wir riskieren, noch mehr dieser Roboter zu begegnen, wenn wir im Commonwealth bleiben. Wären wir doch nur früher gegangen. Du konntest nicht wissen, dass so etwas passiert. Bin mal gespannt. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs war hoch. Ich hätte unsere Abreise erzwingen sollen. Als Wiedergutmachung werde ich meine Freunde sühnen und diesen Robotern Einhalt gebieten. Es ist an der Zeit, die Quelle aufzuspüren und ihren Anführer zu stellen, den Mechanist. Da haben wir also schon unseren Endgegner des DLCs. Dabei wirst du Hilfe brauchen. Dessen bin ich mir bewusst. Sie haben großes Engagement gezeigt, anderen zu helfen. Bitte helfen Sie mir, diesen Mechanist aufzuhalten. Als Gegenleistung kann ich Ihnen Baupläne für Ihre eigene Roboterwerkbank geben, damit Sie zusätzliche Ressourcen haben. Gerne. Das erledige ich. Ich wünschte, ich hätte das nötige Stimmregister, um meine Dankbarkeit auszudrücken. Zuletzt haben wir eine Gruppe der Mechanist-Roboter bei der General Atomics-Fabrik gesehen. Vielleicht finden Sie dort ja Informationen, die uns zum Mechanist führen. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich Ihnen folgen und helfen. Ein anderes Mal. Ein andermal.
Kann ich mich bis zu ihrer Rückkehr vielleicht irgendwo nützlich machen? Ja, in Sanctuary üben. Denn in Sanctuary Hills sind alle meine Begleiter und es wird langsam voll dort. Ich kenne diese Siedlung. Hoffentlich kann ich dort helfen. Ja, das wirst du hinkriegen. Ja, mechanische Bedrohung. Und ich kann jetzt eine Roboterwerkbank erstellen und dort Roboter bauen. Oh. Eine neue Bedrohung. Schau dich in der Generals. Dings um. So, Zoes Tagebuch. Ich glaube, das lese ich sogar direkt mal. Ja, in Tagebücher schaut man nicht rein, das ist richtig. Aber die ist tot. Da zählt das nicht. So ist der Gebuch. Warum muss das auch mit Chat anfangen? Da. Oh. Ein Holo-Log. Oh, dann bist du tot. Ja. Ja, okay. Raider sind dumm, das ist richtig. Ernsthaft. Kauprausch. Scheiße, das ist immer sinnvoll dabei. Patrone. Fusionszellen. Ich sehe das jetzt schon kommen, dass ich richtig viele. Jetzt werden die Sicherungen aufgesammelt. Dass ich richtig viele Sachen brauchen werde. Oh, was ist das denn für ein Riesengerät? Aluminium. Der hat ziemlich viel dabei. Blechdose. Und eine Dose nehmen wir auch nochmal mit. Eine Dose und eine Blechdose. Verstehe den Unterschied nicht. Eieiei. Auf jeden Fall brauchen wir wahrscheinlich sehr viele Rohstoffe, um einen Roboter zu bauen. Warte, was ist das gerade? Beta-Wellen? Laser, Beta-Wellen-Tuner. Ich glaube, solche Sachen brauchen wir auf jeden Fall. Irgendwas mit Tuner klingt schon mal super. Eine Terminal-Grafikkarte hat jetzt auch einmal mitgenommen und auf nach Sanctuary. Da können wir nämlich auch nochmal Preston Garvey Bescheid sagen. Sanctuary. Ja, auf geht's. Ich bin gespannt, was so eine Dings kostet. Mr. Gatzi von General Atomics. So. Hallo. So, Preston, wo bist du? Du musst ja mal sein. Diese scheiß Braumaschine, das regt mich langsam auf. Es ist noch nicht perfekt, aber wir kommen durch. Seien Sie geduldig. Ich habe den entführten Siedler gerettet. Wir haben jetzt eine weitere Siedlung auf unserer Seite. Gut. Ein weiterer Erfolg für die Minutemen. Wenn du so weitermachst, haben wir bald das ganze Commonwealth hinter uns. Wenn du Zeit hast, ich hätte da noch was, um das du dich kümmern könntest. Ich habe eben schlechte Neuigkeiten bekommen. Supermutanten haben eine Siedlung überfallen. Vielleicht kannst du rausfinden, wo die Dreckskerle herkommen und der Sache eine Ehre bereiten. Gerne. Der Slog Green heute. Hier ist eine Power Restore. Stimmt, weil ich die hier reingepackt habe, die geklaute sozusagen. So, erstmal hier. Oh. Das Ressourcenobjekt ist beschädigt. Welches Ressourcenobjekt denn? So, erstmal gesamten Schrott lagern. Gut. Dann. Hatte ich hier die ganzen? Ja, ich glaube. Transfer. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Wo sind Sachen mit Sternchen? Ich hatte noch nämlich zwei Sachen mit Sternchen dabei. Mechanist Holoband. Okay. Okay, ich kann aber hier bei meine Waffen. Die habe ich ja alle ausgesetzt. Ah, hier die Lasermuskete nicht. Den problemlöser Raketenwerfer. Den behalte ich. Ich behalte ihn sicherheitshalber in meinem Inventar. Meine Kleidung. Den Ehring tragen wir natürlich immer noch. In Ehren. Die Runner-Uniform. Silver-Short-Hut. Minuteman-Generals-Uniform. Gibt ja nicht viel. So, Waffenwerkbank. Rüstungswerkbank können wir ja nicht dran rumschrauben. Ne? Herstellen können wir ja nichts. Buddy, Junge, kann ich dir nicht einmal sagen, hey, bleib hier? Hey, Kumpel. Ist Ihnen eher nach Gaumen? Ja, laber mich nicht zu. Ich hab dich an Rufus Rubin... Verstanden. Nein, nein, nein. Hey, Kumpel. Derzeit unterwegs zum Heimatstandort ist nein, Ihnen nein. Eher gib her, ich möchte, ich hab dich nicht verkauft, du bist meins. Oder nach Zwerchfell, Freunden. Kann ich den Heimatparameter noch ändern? Aktueller Heimat. Klar. Sollen wir mit dem... Mhm.
Nein. Planänderung. Ich habe beschlossen, dich selbst. Verstanden. Sind Sie? Ja, zu Hause. Bin bereit. Sehr gut. Ja, du bleibst hier. Aha. Ach, dass diese Quest aber auch nicht aufhört. Das wäre so einfach. So, was wollte ich bauen? Ich wollte hier. Ach, hier ist. Strom. Das Ressourcenobjekt ist beschädigt, ja. Ah, hier. Das ist die Roboterwerkbank. Ich glaube, hier so im Hinterhof macht sich die, glaube ich, ganz gut. Oder ich reiße das Haus nochmal komplett ab. Leute, der schläft einfach hier in meinem Bett. Ist ja wohl nicht wahr. Ich glaube, ich mache das echt abbrechen. Verwerten. Ja, war sehr schön mit euch hier. Container. Alles schick gemacht und so. Boah. Nein. Die Hunde will ich nicht weg, Mann. Boah, ich jetzt. Was ist das denn hier? Der Teppich. Stimmt, den ich auch noch hingepackt habe. So, und hier packe ich dann diese schöne Werkbank hin. Dann will ich mal reinschauen. Neuer Automatron. Fehlende Komponenten. Die fehlenden Komponenten. Was? Oh, hier Schaltkreise, Keramik, Aluminium, Kleber. Nein. So, also das wäre jetzt das Menü zum Beispiel. Grundbot bauen wäre, genau, keine Kopfrüstung, sieht jetzt so aus. Kopffabrikrüstung. Schau mal kurz, nein, stopp. Oh Gott, ich komme jetzt hier gar nicht zurück. Der Kopf. Jetzt hier Protektoren-Kopf sage, kann ich auch sagen, Aggressortron. Wissenschaft brauche ich dafür. Wissenschaft Rang 1. Kein Kopf. Auch witzig. Jetzt hier zum Beispiel den Torso ändern, ja? Den Torso auf Mr. Handy Torso oder ich kann auch einen Aggressor, okay. Frontrüstung, Fabrikrüstung und das. Oh, da kann man. Ach du Scheiße, Dietrich-Modul. Fügt Schlossknacken Subroutine hinzu, okay. Fügt Hacker Subroutine hinzu, Sensoren, okay. Orte, Ziele, das ist auch cool. Linker Arm, da kann sie hier noch wahrscheinlich auch wieder aussieht, wieder. Ach du Scheiße. Linke Klauenhand, kann man hier auch noch Schlagstock. Ach du Scheiße. Wissenschaft Rang 4, einen Moment. Also das bietet auf jeden Fall sehr viel Spielraum. Wir müssen noch sehr viele Sachen sammeln. Was wollte ich jetzt machen? Ich weiß gerade echt nicht mehr, was ich machen wollte. Oh Gott, ich muss jetzt auch diese ganzen Schaltkreise und sowas einsammeln, ne? So, Inventar wollte ich mal kurz gucken. Mods, Munition, nee, Schrott. Habe ich gerade nichts dabei. Diverses. Wo ist denn das? Das wäre Diverses. Ich möchte eigentlich gucken wegen dem Schrott, den ich an. Also den nicht den Schrott, den ich habe, sondern den die Materialien. Wo sehe ich das denn? Na, auf jeden Fall wollte ich erstmal kurz in die Skill-Tabelle gucken. Wo ist denn Wissenschaft und der Intelligenz auf jeden Fall? Ah, das hier. Standard und Rang 1 Hightech. Oh, okay. Da müssen wir auf jeden Fall Punkte noch reinstecken, dass wir da unseren Roboter bauen können. Puh, das wird auf jeden Fall anstrengend, hier die ganzen Sachen zu besorgen. Kurz mal die Werkbank benutzen. Nee. Doch, war es jetzt hier? Beton. Ich will Aluminium und sowas gucken. Also, so viel Aluminium haben wir gar nicht. Einen Moment, ich muss mal kurz hier in das hier reinschauen. Weil hier ist ja quasi alles drin, ne? Aluminium, Kanister, wer hat zwei Aluminium. Wir haben echt nicht mehr viel. Aluminium ist echt so ein bisschen ärgerlich. Haben wir echt wenig oder fast gar nichts eigentlich. So, dann schlafe ich nochmal. Ja? Oh, gut ausgeruht. Das ist schön. Aber dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Däumchen da. Lasst uns, ja, uns eigentlich, ja. Von Team Chevy uns. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.